In diesem Erklärvideo möchte ich Ihnen zeigen, wie man sich in der VHS Cloud registriert und wie man sich zum Kurs einschreibt. Auf der Startseite findet man direkt die Möglichkeit, sich anzumelden mit dem Login oder Mitglied zu werden. Diese Schaltfläche ist sicherlich für alle erstmal interessant, die nähere Informationen haben wollen, vor allen Dingen dann, wenn sie VHS-Mitarbeiter sind. Für die Kursteilnehmer gibt es die Schaltfläche für Kursteilnehmende. Ich habe darauf geklickt. Da sieht man hier die beschriebene Anleitung. Reicht eigentlich aus. Mein Video ist teilweise überflüssig, aber vielleicht ist es dann doch etwas aussagekräftiger, wenn man eben zu dem beschriebenen auch noch was sieht. Ich scrolle nach unten. Unten sehe ich dann vor allen Dingen auch noch den Hinweis auf angezeigten Namen und AGB und Datenschutz. Das sollte man sich also anschauen und dann den Registriervorgang starten mit der Schaltfläche Jetzt registrieren. Da klicke ich darauf und dann habe ich das Formular. Ich habe es hier schon ausgefüllt für eine Angehörige, die Erna Rennert. Frau Erna Rennert, das ist also alles Pflichtfeld, weil da ist also ein Sternchen hinter. Wichtig ist die E-Mail-Adresse, die muss stimmen, die muss dann auch nochmal fehlerfrei wiederholt werden. Dann brauche ich einen Benutzername. Erna ist ein Name, der kommt häufig vor. Da würde ich also garantiert nicht unter Erna mich registrieren können, weil früher schon jemand die Idee hatte. Aber wenn ich dann einen Kunstnamen mir ausdenke, Rennerde, Rennert, Erna, Deutschland, ne, Rennerde, dann ist das für mich der Benutzername, den auch nicht jeder gleich kennt, außer mir. Der angezeigte Name, Erna Rennert, der ist natürlich dann auch sinnvoll, wenn ich da an den Aktivitäten teilnehme, der wird nämlich da erscheinen und nicht mein Login-Name. Wie ich es eben schon sagte, Sie müssen dann noch die AGBs, die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung akzeptieren, durchsetzen des Hakens im Kontrollkästchen. Man kann sich hier mit den kleinen Informationsschaltflächen noch weiter informieren, zum Beispiel über den Sinn des Benutzernamens und des angezeigten Namens. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ich klicke also auf Registrieren und bin dann hier an der Stelle angekommen, wo mir bestätigt wird, dass die Registrierung erfolgreich war. Der Link, der hier steht, den klicke ich erst dann an, wenn ich mein Passwort habe, weil das muss ich dann eingeben. Das Passwort ist in meinen Posteingang der angegebenen E-Mail-Adresse eingegangen. Hier steht also nochmal das, was ich da eingetragen habe. Erna Rennert, Rennerde und das dazugehörige Kennwort bzw. Passwort für den Start, das habe ich hier in dem grau hinterlegten. Das ist zufallsgeneriert, muss man jetzt nicht so genau lesen. Das schreibe ich ab oder kopiere es mir. Dann klicke ich auf den eben angegebenen Link. Sie erinnern sich noch, das war das hier unten, Registrierung erfolgreich. Und dann bekomme ich dieses Formular, wo ich meinen Benutzername und das eben kopierte Passwort eingeben kann. Ich klicke auf Einloggen und kann dann fortfahren. Beim ersten Mal muss ich das Passwort sofort ändern. Das ist sinnvoll aus Datenschutzgründen. 8 Zeichen muss das neue Passwort haben. Da sollte man also auch dran denken, dass da nicht Unsinn mitgetrieben wird, nicht so was Einfaches nehmen, sondern Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen, alles, was da so üblich empfohlen wird, das sollte man also auch berücksichtigen. Wenn ich das Passwort geändert habe, dann komme ich hier an. Ich habe noch keinen Kurs, aber ich kann hier gleich dem ersten Kurs beitreten, wenn ich einen Kurscode habe. Dazu klicke ich also hier auf die Schaltfläche, wenn dieser Kurscode verfügbar ist. Der Kursleiter, in diesem Fall bin ich das hier selbst, habe so einen Kurs mal gemacht vor über einem Jahr, im Sommer 2018. Der Kursleiter kann sich über die Schaltfläche Administration, die haben die Kursteilnehmer nicht, da kann er sich den Kurscode anschauen.
Das ist das, was hier unten steht, v9620@regionkassel.vhs.cloud. Das wäre schön, wenn die Kursleiter vielleicht ein bisschen Erklärung bekommen, was sich alles dahinter verbirgt. Ich kann das nur vermuten. Man kann also mit diesem Kurscode feststellen, welche Volkshochschule für diesen Kurs verantwortlich ist, in dem Sinn, als dass sie den Kursraum angelegt hat. Das ist ja hier, wenn man so will, eine virtuelle Volkshochschule in der Cloud. Und da kann man eben Region Kassel feststellen, das war also die Volkshochschule der Region Kassel, weil VHS Cloud, das ist ja der Domainnamen, der also für ganze deutschsprachigen Volkshochschulen gilt. So, das ist also hier zu sagen und dann ist dieses V9620 eben einer dieser Kurscodes, den ich da beispielsweise vom Kursleiter erhalten habe. So, wenn man den Kurscode eingegeben hat, klickt man auf Anmelden. Man wird dann noch gebeten, eine Nachricht an den Kursleiter beizufügen. Dann kann er nämlich überprüfen, ob man auch berechtigt ist, in dem Kurs mitzumachen, weil man auf der Liste steht. Dann nimmt das seinen Lauf. Im Posteingang des Kursleiters, das ist in diesem Fall der Konrad Rennert, also ich, der hier damals den Kurs durchgeführt hat, da steht eine Nachricht von der Erna Rennert, an welchem Kurs sie teilnehmen will, Antrag auf Mitgliedschaft, Datum und das, was sie dazu geschrieben hat. Hallo, ich mache jetzt mit, viele Grüße, Erna. Ja, das sehen wir. Der Kursleiter sieht, das ist alles okay, das hat seine Richtigkeit und klickt dann auf Ja, damit also keine Schwarzhörer da vielleicht mitmachen. Die Erna ist ab dann, wenn der das bestätigt hat, im Kurs und kann sich zum Beispiel die Mitgliederliste anschauen. Sie sieht, es gibt schon einen weiteren Teilnehmer, den Wilhelm Rennert, auch ein entfernter Verwandter, der im Kurs ist. Der Kursleiter hier, der Konrad sowieso, sie hat noch kein Profilbild, deshalb taucht hier auch nichts auf. Sie kann dann mit diesen Schaltflächen hier ihr Profil nachpflegen. Das ist aber jetzt noch nicht so wichtig, das funktioniert auch ohne dem. So, sie weiß also jetzt, sie ist Mitglied und kann dann beispielsweise auf das Forum gehen. Hier links sehen wir das und darauf klicken und einen neuen Beitrag schreiben. Zum Beispiel die Frage stellen, was soll das? Was gibt es für ein Kurskonzept? Wer ist Ansprechpartner? Wie sind die weiteren Abläufe? Das habe ich jetzt hier mal als Muster hingestellt. Das sind aber eigentlich die Fragen, die mich auch interessieren, weil ich erkenne das Potenzial dieser VHS-Cloud, aber ich sehe da noch keine rote Linie. Deshalb diese Fragen, die aber auch jeder Kursteilnehmer haben könnte. So, wenn ich das denn eingegeben habe, kann hier noch ein paar Symbole auswählen oder eins kann man immer auswählen, zum Beispiel die Frage. Dann klicke ich auf Vorschau und dann kann ich das Ganze im Forum wiederfinden, wenn ich das bestätigt habe. Und da steht denn hier mein erster Beitrag. Und dass der Beitrag von der Erna Rennert ist, das sieht man dann hier. So, das soll genügen. Wir haben gesehen, zunächst registriert man sich, man bekommt ein Passwort an die E-Mail-Adresse gegeben mit dem selbstgewählten Benutzernamen und dem zugesandten Passwort kann man sich erstmalig anmelden und dann kann man sich in einen Kurs einschreiben, wobei der Kursleiter den Code übergibt oder man wird von der Volkshochschule, bei der man angemeldet ist, automatisch eingetragen. Und wenn das dann alles bestätigt wurde, auch von dem Kursleiter, der die Mitgliedschaft dann überprüft hat, dann kann man loslegen, beispielsweise hier im Forum seine Beiträge zu schreiben. Vielleicht hat Ihnen dieses Video geholfen, sich mit den Abläufen vertraut zu machen. Ich wünsche Ihnen dann viel Erfolg beim Auswählen von Kursen in der VHS Cloud und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.